Wir schreiben das Jahr 860 nach Christi Geburt. Weithin sichtbar in einem damals dünn besiedelten Land war eine Brücke. Dort, genau dort, wo heute der Stadtteil St. Ruprecht liegt. Diese Brücke, einst zur Römerzeit errichtet, war eine Orientierungshilfe für die Reisenden in das obere Murtal und gleichzeitig der Namensgeber für die kleine Ansiedlung Ad Bruckam, bei der Brücke. Etwas weiter östlich, direkt an der Mürzmündung in die Mur, existierte gleichzeitig die kleine slawische Siedlung Murritza Kimundi, die im 7. Jahrhundert entstanden sein dürfte und erstmals 927 urkundlich erwähnt wurde. Die Menschen, die sich hier ansiedelten, hatten einen ganz besonderen Platz ausgewählt. Mitten im Zentrum der drei großen Täler, die die Steiermark durchziehen und in denen die wichtigsten Handelswege von Ost nach West und Nord nach Süd verlaufen, direkt am Ufer der gut schiffbaren Mur. Der überregionale Handel blühte auf und die kleine Siedlung an der Mur-Mürzmündung hatte sich bereits im 13. Jahrhundert zu einem wichtigen Warenumschlagplatz entwickelt. Irgendwann so in der Zeit zwischen 1230 und 1240 nach Christi Geburt verleiht Herzog Friedrich II., der letzte Babenberger, Bruck das Privileg der Salzniederlage und legt somit die Basis für ein mächtiges Handelszentrum im Mittelalter. Der böhmische König Ottokar II. Przemysl fand hier eine blühende Ansiedlung vor. Der mit der Novella Plantatio, der planmäßigen Gründung der Stadt 1263, die Basis für eine weitere spannende Entwicklung legte. Die Planung dafür legte er in die Hände seines engsten Vertrauten, dem Kanzler Bruno von Schaumburg, Bischof von Olmütz. Bis ins 16. Jahrhundert hinein war diese Stadt neben Graz eines der bedeutendsten Handelszentren in der Steiermark. Salz, Getreide, Eisen oder auch Arsenik, Rohstoff für die Glaserzeugung, der Handel mit Waren aller Art blühte und brachte Reichtum und Wohlstand, Kunst und Kultur. Kontakte mit den Handelspartnern aus ganz Europa brachten neue Strömungen in die wohlhabende großbürgerliche Gesellschaft der Stadt und spiegelten sich in Philosophie, Architektur und auch in der Kunst wider. Doch nichts währt ewig. 1510 fällt die Hälfte aller Häuser einem ersten Großbrand zum Opfer. Wenige Jahre später sind die meisten jedoch wieder aufgebaut. Überreste der damaligen Gebäude, vor allem in den Innenhöfen, sind uns aus dieser Zeit bis heute erhalten geblieben. Fast 300 Jahre später brach dann die große Katastrophe über die Stadt herein. Innerhalb weniger Stunden lag beinahe alles in Schutt und Asche. Rund 1300 Menschen stehen nach dem Stadtbrand um 1792 vor dem Ruin. Der Schock sitzt tief und es wird 30 Jahre dauern, bis die Stadt, jetzt im Biedermeier-Stil, wieder aufgebaut ist. Die Eröffnung der Eisenbahnlinie Graz-Bruck-Mürz-Zuschlag im Jahre 1844 machte Bruck zu einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt und zu einem bedeutenden Standort für Handel und Industrie. Die zunehmende Industrialisierung im 19. und 20. Jahrhundert brachte nachhaltige gesellschaftspolitische Veränderungen. Die Spannungen innerhalb der Bevölkerung, die sich seit 1848 immer weiter aufgebaut hatten, erreichten im Februar 1934 ihren traurigen Höhepunkt. Heimwehr und Schutzbund lieferten sich in Bruck an der Mur eine blutige Schlacht.
Nationalismus und Antisemitismus machten auch vor der Kornmeisterstadt nicht Halt. Mit großem Einsatz der gesamten Bevölkerung wurde der Wiederaufbau nach Ende des Zweiten Weltkrieges von der Stadtverwaltung in Angriff genommen. Allein im Zeitraum von 1945 bis 1965 wurden 2225 Wohnungen errichtet. Schulen und Kindergärten werden wiederhergestellt oder neu gebaut. Straßenbeleuchtungen und das Kanalsystem werden instand gesetzt und erweitert. Sportanlagen errichtet und ein effizientes Kulturreferat installiert. Bruck hatte seine Lebensqualität wieder zurückbekommen. Der Handel florierte. Das Auto als Verkehrsmittel und auch als Statussymbol erlangte immer mehr an Bedeutung. Und so galt der ganze Stolz der Verkehrsplaner der Eröffnung der Hochbrücke, Anfang der 70er Jahre. Endlich war es soweit. Am 11. September 1970 wurde erstmals von der zuständigen Behörde, dem Steiermarkischen Landesbauamt, die inzwischen fertiggestellte 1202 Meter lange Hochbrücke entlang dem rechten Mürzufer über die Mur führende Umfahrung der Stadt Bruck in Richtung Leoben freigegeben. Damit ist die bisher noch bestehende engste Straßenstelle der Triester Bundesstraße von Wien bis zur österreichisch-italienischen Staatsgrenze, nämlich am Grazer Tor, vom durchrollenden Verkehr beseitigt. Die Krise der verstaatlichten Industrie Mitte der 80er Jahre bringt Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit und riss auch die Menschen in Bruck vorübergehend aus ihren Träumen. Doch wie all die Jahre zuvor ließen sich die Menschen aus Bruck an der Mur nicht unterkriegen. Groß angelegte Umstrukturierungen brachten neuerlichen Aufschwung. Im Umfeld der namhaften Industriebetriebe hat sich eine Reihe von Firmen mit Hightech-Know-how und innovativen Produkten angesiedelt. Heute beliefern Unternehmen aus Bruck Kunden in der ganzen Welt. Bruck an der Mur ist eine moderne Stadt und erfüllt alle Anforderungen für eine hohe Lebensqualität. Moderne Architektur, zeitgemäßer Wohnbau, hochwertige Betreuungseinrichtungen für Jung und Alt mit zahlreichen Ausbildungsmöglichkeiten für die Jugend. Bruck an der Mur ist eine Stadt, in der die Menschen im Mittelpunkt stehen. Und so wie einst, vor vielen hundert Jahren, steht auch heute noch die Brücke als Symbol für die Stadt an der Mur. Eine Brücke als Symbol für die Verbindung der Menschen in der Stadt und als Weg, richtungsweisend, in die ganze Welt.